Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück zum zweiten Teil von Auf den Punkt. Meine Gästin heute Abend ist die neue und alte Bildungssenatorin Sandra Scheres von der SPD. Guten Abend auch mal, Frau Scheres. Guten Abend. Wir haben viel gesprochen vor der ersten Werbepause über das Amt, über die Veränderungen im Amt, auch über das große und kostenintensive Thema Schulsanierung. Ich möchte ein paar Schlagzeilen aufgreifen, die Sie natürlich rund um die Vereidigung als neue Senatorin auch begleitet haben. Doch zuvor, wir sehen jetzt gleich ein paar Bilder von Ihrer Vereidigung. Erstmal, wie war dieser Tag im Berliner Abgeordnetenhaus? Vorher haben Sie ja eine Ernennungsurkunde bekommen vom regierenden Bürgermeister. Erzählen Sie mal ganz kurz, ist man da aufgeregt? Ist man da so cool, dass man sagt, naja, ich war es ja schon mal, das kenne ich alles schon. Wie waren Ihre Gefühle? Es ist ein ganz bewegender Tag, also weil das ist ja, also für mich ist das was Besonderes, Senatorin zu sein, auch so eine große Verantwortung übertragen zu bekommen, weil das ist, gerade das Bildungsressort ist ein Riesengestaltungsbereich und man ermöglicht vielen Kindern, Jugendlichen, Familien eben Entwicklungsmöglichkeiten, Bedingungen. Und man kann sehr viel auf den Weg bringen in diese Verantwortung, das ist mir sehr bewusst. Und natürlich, ich glaube, es ist keiner irgendwie so ganz locker, wenn er es schon mal erlebt hat, sondern das ist einfach was Bewegendes und man ist da auch stolz drauf und die ganze Familie war auch da und es ist ein besonderer Tag. Wo liegt diese Urkunde eigentlich? Jetzt gerade im Moment bei mir im Büro. Ah ja, okay. Ja, genau. Und was steht da so genau drin? Steht da das drin, was der Regierende denn vorliest? Ja, dass man berufen wird, genau das, was er vorliegt, dass man berufen wird vom regierenden Bürgermeister und dann auch der Titel der Behörde. Also ganz praktisch ist es ein Arbeitsvertrag, nur ein bisschen festlicher, oder wie? Ja, das kann man so sagen, genau, okay. Eine Ernennung. Und wie war das im Büro? Hatten sich, war da alles schon leergeräumt, prophylaktisch, naja, wer weiß, oder... So einfach alles so gelassen und alle haben gesagt, Mensch, Frau Scheres, schön, dass Sie auch weiterhin unsere Senatorin sind. Dadurch, dass ich ja wusste, dass ich weitermache, musste ich mein Büro auch nicht räumen oder aufräumen, habe das erstmal alles so belassen und es hat sich eigentlich nichts großartig in meinem Büro verändert. Es gab aber schon jede Menge Schlagzeilen, ich habe sie angedeutet. Eine Schlagzeile will ich aufgreifen, erstmal, wo bleibt der Neuanfang, hieß es in einer Zeitung, also ohne jetzt zu weit auszuholen, aber hat Sie das so ein bisschen auch geschmerzt, dass das viele dann geschrieben haben, naja gut, wir hätten uns eine neue oder einen neuen gewünscht an dieser Stelle? Na, ich habe ganz andere Rückmeldungen, also aus den Schulen oder aus der Trägerschaft, weil sich sehr viel bewegt hat in den letzten Jahren und eher das Bedürfnis da ist, eine Kontinuität zu haben. Weil es gibt kaum Bildungsminister, die 10 Jahre im Amt sind, also die eine zweite Legislaturperiode sozusagen arbeiten. Das ist auch ein unsexy Amt, ist, so. Oder von ich finde es jetzt nicht unsexy. Also das ist ein dass es ein Bereich ist, wo jetzt nicht die Leute jeden Tag auf der Matte stehen und sagen so, Frau Senatorin Scheres, das haben Sie jetzt irgendwie toll gemacht, sondern eher, dass man, was kann man denn noch besser machen, was ist noch zu tun? Das ist in allen Bundesländern so, das weiß man, wenn man sich darauf einlässt. Aber ich für mich persönlich sehe eben, was ich für die Menschen erreicht habe. Und wir haben viel auf den Weg gebracht, über 30.000 Kita-Plätze. In den sozusagen in der letzten Legislaturperiode. Weitere 30 wollen wir auf den Weg bringen. Ne, hier ermöglichen wir Kindern Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder den Kinderschutz, den wir weiterentwickelt haben. Die eine bessere Qualität beim Schulmittagessen, also den Schulbau auch weiter vorangebracht. Klar haben wir da noch viel zu tun, keine Frage, und ich könnte viele andere Themen. Nee, man kann einfach viel bewegen. Und wenn Sie sich anschauen, wie mein Etat in den letzten 5 Jahren gestiegen ist, wir haben viele Millionen, also um die 500 Millionen zusätzlich in den Schulbereich, in den Bildungsbereich investiert. Und das sehen die Leute schon. Ja. Okay. Dann will ich eine Schlagzeile aufgreifen. Lehrerverband sagt, Berlin hat so viele Einser-Abiturienten. Ist dem so? Sind die Zahlen oder sind die Zeugnisse zu gut gerechnet? Also ich habe das ja auch gelesen. Ich muss mal an dieser Stelle sagen, dass ich das unglaublich und auch populistisch finde, was dort stattfindet. Ja, in Berlin gibt es auch leistungsstarke
Kinder und Jugendliche, und da bin ich auch sehr stolz drauf, und diese müssen auch gefördert werden. Und wenn Sie sich die Zahlenentwicklung anschauen, also jetzt sind es, ich glaube, 270 1-0er-Kandidaten, und wenn man dann zum Beispiel sich Bayern anschaut, die über 700 haben, wo ist da das Problem? Ja, also unsere Kinder sind auch leistungsstark in Berlin. Das ist für mich auch ein Thema. Wenn man sich eben die letzten Ländervergleichsstudien anschaut, sind wir zum Beispiel im oberen Durchschnitt bei den leistungsstarken Kindern und Jugendlichen. Und das ist auch ein Bereich, so genauso wie wir sozial benachteiligte Kinder stark fördern, haben eben leistungsstarke Kinder und Jugendliche auch ein Recht, gefördert zu werden. Und das wird auch ein Schwerpunkt meiner Politik sein, die Begabungsförderung weiterzuentwickeln. Also braucht kein Schüler und keine Schülerin schlechtes Gewissen haben, wenn er sich in Bayern mit dem Berliner Einser. Auch Abitur. Nicht die Lehrer, das möchte ich auch mal an der Stelle sagen, die ja einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir diese Kinder haben, also dass sie einen 1-0er-Durchschnitt haben, weil die Lehrkräfte sie entsprechend unterstützt haben. Ein anderes Thema ist natürlich auch eine Schlagzeile, die da besagt, ohne Lehrplan, ohne Standards. Eine Studie der Humboldt-Uni stellt quasi den Willkommensklassen ein schlechtes Zeugnis aus. Da muss man ja zu ihrer Ehrenrettung sagen, so viel Zeit gab es ja gar nicht, diese Klassen einzurichten. Aber so vom allgemeinen Gefühl her, gerade was mein Gefühl angeht, läuft es doch recht gut aus. Warum findet diese Studie angeblich andere Ergebnisse heraus? Das weiß ich auch nicht, und ich sage da auch ganz klar, dass ich meine Linie beibehalte. Ich meine, diese Studie hat sich mal gerade 18 Klassen angeschaut von 1000 Willkommensklassen, und wir haben bundesweit ein vorbildliches System. Mir geht es nämlich darum, erste, zweite Klasse kommen die Kinder direkt in die Regelklasse. Das ist ein Alter, wo Kinder ganz schnell Sprache erlernen und auch durchs Spielen mit anderen Kindern in den Kontakt kommen und viel voneinander lernen. Ab der dritten Klasse gibt es dann die Willkommensklassen, und das ist doch richtig. Das sind Kinder, die aus anderen Ländern kommen, die eine Kriegserfahrung hinter sich haben, denen muss man doch erstmal Sicherheit geben, wenn sie in einer fremden Stadt ankommen, die Sprache zu erlernen, vielleicht auch Kinder an ihrer Seite zu haben, die Ähnliches erlebt haben. Und es geht dann darum, individuell zu gucken, welcher Entwicklungsstand jedes Kind hat, und sie dann nach und nach zu integrieren. Und da haben unsere Schulen ganz tolle Konzepte entwickelt, dass sie dann zum Beispiel schon im Sportunterricht mitmachen, im Musikunterricht. Wenn ich ein Kind habe, was mathematisch fit ist, dann kommt das schon in den Mathematikunterricht. Und wenn man sich die Durchschnittszahlen anschaut im Grundschulbereich, über 60% gehen nach 6 Monaten schon in die Regelklasse. Das ist doch ein Erfolg. Ja? Also deswegen kann ich das nicht so richtig. Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und für mich ist es ganz klar, und das spiegeln mir auch die Schulen wieder, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Weil ich meine, hier geht es um 20.000 Kinder und Jugendliche, die ins Schulsystem gehen. Und da müssen wir doch auch die Lehrer mitnehmen. Ja. Ja? Und das ist die andere Seite eben. Ich will ein bisschen drängeln, Frau Scheres, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Eine Überschrift vom Anfang Dezember war natürlich auch, oder dieses schwierige Thema, dieser Kinderporno-Urteilsskandal, wie einige geschrieben haben. Warum ist es so schwierig, diese zwei Lehrer, die diesen Vorwurf, mit diesem Vorwurf behaftet sind, sag ich mal, auch als Behörde diese Lehrer freizustellen, zu entlassen, zu sagen, okay, wir ziehen da Konsequenzen? Also erstmal möchte ich hier ansprechen, das ist ein Thema, da ist mit mir auch gar nicht zu spaßen. Ja, also mir ist das Thema Kinderschutz sehr wichtig, und wir haben alle eine Verantwortung für Kinder, und es gibt überhaupt gar keine Begründung, warum Menschen auf solche Seiten gehen. Also die sind für mich wirklich auch die Mittäter in dem Sinne, dass das dadurch eben auch befördert wird, dass es sowas überhaupt gibt. Und solche Menschen, die sich in solchen Kreisen bewegen oder solche Seiten, die haben im Schulsystem nichts zu suchen. Es gibt da juristische Hürden. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen, warum das so schwierig ist, und ich werde mich da auch nicht zurücklehnen. Also ich werde wirklich bis zur letzten Instanz gehen, weil wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder, und ich finde, das ist unverantwortlich und das ist inakzeptabel, was da passiert. Sie haben ja auch gesagt, notfalls geht es bis vor das Bundesverwaltungsgericht. Ja, das werde ich auch machen. Ich will jetzt, weil wir nur noch 3 Minuten haben, Frau Scheres, einen Ausblick auf 2017 wagen. Was steht im Januar an? Sie haben es ja schon angedeutet, Sie stellen ein Programm vor, anders lernen, will ich es mal definieren. So habe ich es zumindest abgespeichert, gerade aus Ihren Erzählungen heraus. Was steht noch an nach den Feiertagen? Was kommt als erstes dann und als zweites dann auf uns zu?
Ja, also zum einen möchte ich mein Konzept der Schulraumqualität präsentieren. Das wird im Januar sein, wenn alles ganz, wenn es klappt. Dann werden wir ja die Grundschullehrkräfte besser bezahlen. Damit beschäftigen wir uns eben auch im Januar. Das Thema der Kita-Plätze steht natürlich auch im Raum. Weitere 30.000 Kita-Plätze zu schaffen. Hier sind wir in den Gesprächen mit den Trägern. Also es ist viel zu tun. Die Lehrereinstellungen laufen. Ich habe natürlich genauso in dieser Legislaturperiode ein Interesse, alle Lehrkräfte wieder einzustellen. Genauso wie es mir in den letzten 5 Jahren gelungen ist. Aber das ist eine Riesenherausforderung. Und ich hoffe gerade im Grundschulbereich, wenn wir sozusagen besser bezahlen dann in den nächsten Jahren und auch andere Dinge, die wir auf den Weg gebracht haben, dass es ja viele Fachkräfte hierher zieht nach Berlin. Ich will eine Nachfrage von nochmal stellen, meine Herzensangelegenheit. Grobes Durchschnittsgehalt bei den Grundschulen, grobes Durchschnittsgehalt bei den neu eingestellten Lehrern. Wie hat sich das Ganze verbessert? Weil die Gewerkschaften sagen immer, wir wollen mehr, mehr, mehr. Wir Medien transportieren aber immer keine Zahlen. Ja, also jetzt, Sie meinen jetzt, Sie genau sagen, die Grundschullehrer genau, sollen besser bezahlt genau. werden. Also im Bereich der weiterführenden Schule verdienen die Lehrkräfte 5.100 Euro brutto, weil wir sie in die höchste Erfahrungsstufe eingruppieren. Mhm. Und bei den Grundschullehrern sind es ein paar hundert Euro weniger. Aber mir geht es ja darum, jetzt in der Perspektive die gleiche Bezahlung, weil ich ja die gleichen Ausbildungszeiten, Studienzeiten installiert habe in der letzten Legislaturperiode. Und es gibt meiner Meinung nach keine Begründung, warum die Grundschullehrkräfte weniger verdienen wie die Lehrkräfte in der weiterführenden Schule. Schlussfrage, versprochen. Was macht Sandra Scheres Weihnachten? Wo feiert Sandra Scheres Silvester? Ja, Weihnachten zu Hause. Die Omas kommen, die eine Oma aus Köln und klar mit meiner Familie. Ganz klassisch. Mein Mann kümmert sich um die Gans. Wir spielen, musizieren. Und ja, Silvester haben sich jetzt auch schon Freunde von uns bei uns zu Hause eingeladen und da bringen dann alle was zu essen mit. Also ich freue mich. Also es wird ruhig sein und sehr, ja, alles rund um Familie. Frau Scheres, ich wünsche frohe Festtage, einen guten Rutsch und bis im neuen Jahr. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und schöne Tage. Vielen Dank. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die letzte Ausgabe von Auf den Punkt in diesem Jahr. Wir sehen uns wieder im kommenden Jahr, versprochen. Bis dahin auch Ihnen natürlich frohe und besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.